Duisburg ist mit seinem großen Binnenhafen eine wichtige Logistikdrehscheibe. Viele der Waren, die hier ankommen, werden auf ihrem weiteren Weg mit dem LKW transportiert. Das verursacht allerdings jede Menge Emissionen. Rund 6% des jährlich in der EU ausgestoßenen CO2s stammen von Nutzfahrzeugen. Darum, wie es gelingen kann, die Emissionen in der Logistik zu minimieren, soll es deshalb auf der Duisburg Automotive Logistics gehen. Denn das Thema grüne Logistik werde im aktuellen Diskurs zu oft vergessen. Ich glaube, wir diskutieren beim Thema Verkehrswende ganz, ganz viel über den Personenverkehr und viel zu wenig über den Güterverkehr. Wir folgen auch alle immer einem Traum, dass Verkehrsverlagerung einfach und problemlos möglich ist, wenn dann Güter auf der Schiene oder auf dem Wasser transportiert werden. Aber zur Wahrheit gehört eben dazu, dass es ganz ohne LKWs nicht geht. Organisiert wird der Kongress von einem Zusammenschluss der DBI, Duisport, der Niederrheinischen IHK und dem Forschungsinstitut Center Automotive Research Duisburg, kurz K. Ferdinand Dudenhöfer, Direktor des K, sieht aktuell wichtige Bedingungen für eine grüne Logistik in Deutschland noch nicht gegeben. Die Infrastruktur ist das ganz, ganz große Problem von Deutschland und das jetzt nicht nur beim Übergang in die CO2-freie Welt, sondern wenn man unsere Brücken anschaut. Das ist eine Katastrophe. Wie kann sowas passieren in einem hochindustriellen Land wie Deutschland? Und so sieht es bei vielem aus. Also die Wasserstoffinfrastruktur, die Stromleitungen, die man braucht, dann um die Mengen, die großen Mengen Strom zu transportieren, zum Beispiel für die Heizungen in den Unternehmen, zum Beispiel für die LKWs, die dann unterwegs sind. Das sind alles bis heute, wenn man ehrlich ist, ungelegte Eier. Wie kann der Weg zu einer grünen Logistik gelingen? Genau um diese Frage soll sich der neue Kongress drehen. Was es auf jeden Fall braucht, damit tausende Lkw zukünftig nachhaltig unterwegs sein können, ist die nötige Infrastruktur an Tank- bzw. Ladestellen. Diese aber erst einmal aufzubauen, ist durchaus kompliziert. Eine Erfahrung, die man auch beim Duisburger Hafen gemacht hat. Es sind einfach ganz neue Herausforderungen in der Dimension Ladedauer. Das heißt, wir müssen viel größere Flächen finden. Flächen, die auch noch nah an Straßen sind. Flächen, die nicht durch Wohngebiete führen. Dann haben Sie, wenn Sie Wasserstofftankstellen haben, auf einmal Abstandsflächen. Wasserstoff ist im Periodensystem eine Chemikalie und hat auch ein paar Eigenschaften, die nicht so schön sind. Und Sie brauchen am Ende der Tage für ein Grundstück mit zum Beispiel 10 LKW-Ladestationen auch den passenden Stromanschluss, der in der Nähe liegen muss, um diese Energie überhaupt dahin zu liefern. Beim kommenden Kongress sollen die großen Player der Automobil- und Logistikbranche zusammenkommen. Denkanstöße also für die Logistik von morgen. Für die brauche es aber auch die Politik. Denn was die Förderung von grüner Logistik angeht, hänge Deutschland aus Sicht von Ferdinand Dudenhöfer hinterher. In Deutschland ist die Batterie nicht zu Hause. Die Batterie und das Know-how der Batterie, die sitzt mittlerweile in China. Dort hat man über Jahrzehnte Programme gemacht, öffentliche Programme, um Forschung und Entwicklung weiterzutreiben. Bei uns wird alle 4 Jahre ein neues Forschungsprogramm gemacht. Wir sitzen in Deutschland im Keller und wir müssen aufpassen, dass wir aus diesem Keller herauskommen. Die Aufgabe einer grünen Logistik von morgen ist groß. Auf der ersten Ausgabe der Duisburg Automotive Logistics will man sich ihr aber dennoch stellen.